Basel hat außerordentlich viel zu bieten und in der Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr. Dafür sorgen unter anderem die einzigartigen Beleuchtungen, die wunderschönen Weihnachtsmärkte und die Sonderausstellungen in verschiedenen Museen. Basel spielt also auch weihnachtlich in der Champions League. In der Schweiz gehört Basel als Weihnachtsstadt sicher zu den größten, aber auch im internationalen Vergleich genießt Basel einen großen Ruf. Ich denke etwa an Deutschland, wo Basel durchaus mit den berühmten Weihnachtsstädten in Nürnberg oder Stuttgart mithalten kann. Aber natürlich ist es auch so, dass Basel in England große Bekanntheit genießt und von daher haben wir auch sehr viele Gäste aus Europa oder sogar noch weiter her, die wegen der Weihnachtszeit in Basel begrüßt werden können. 188 Stände gibt es auf den Weihnachtsmärkten, auf dem Barfüßer und auf dem Münsterplatz. So viele wie nirgends in der Schweiz. Was bei den Leuten besonders gut ankommt, ist der Mix aus Handel und Verpflegung, der zum Verweilen lockt und einen die Zeit fast vergessen lässt. Bei uns steht der Handel im Vordergrund, das heißt, man kann die verschiedensten Waren im Bereich Geschenke, Dekoration oder auch Backartikel kaufen. Und nichtsdestotrotz ist auch der Verpflegungsteil, der gemütliche Teil, sehr wichtig für uns. Das heißt, wir haben viele attraktive Verpflegungsstände drinnen wie draußen, wo man am Basler Weihnachtsmarkt verweilen kann und die Stimmung genießen kann. Seit einigen Jahren erstrahlt auch der Münsterplatz in weihnachtlichem Glanz. Hierhin locken das Optische und eine weitere, ganz besondere Attraktion. Wir haben hier auch ein ganz spezielles Leuchtkonzept, welches sehr gut beim Publikum ankommt. Und eben mit den Robby-Spielaktionen haben wir ein Angebot, das für die ganze Familie da ist und was sicherlich einzigartig ist in Europa, was hier mit der Familie erlebt werden kann. In die Weihnachtsstadt Basel kommen jedes Jahr Tausende von Menschen und das nicht nur aus unserer Region. Viele nehmen auch eine längere Anreise in Kauf, um hier in die weihnachtliche Stimmung einzutauchen. Einerseits kommen die Gäste aus der ganzen Schweiz, weil eben die Anziehungskraft inzwischen sehr groß ist, aber natürlich auch aus dem Elsass, aus dem süddeutschen Raum. Wir werden in diesem Jahr auch Journalisten aus Moskau in Basel begrüßen. Es hat sicher auch Gäste aus Japan, China hier. Also das ist schon so, dass Basel ein großes touristisches Wachstum auch hinter sich hat. Nicht zuletzt eben dank diesen gemeinsamen Anstrengungen von allen Akteuren, die die Weihnachtsstadt Basel möglich machen. In diesem Sinn, frohe Weihnachten!